Wir sind heute zu Gast bei Wiens Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandstädel und wollen wissen, wie sie die Lesekompetenz der Wiener Schülerinnen und Schüler verbessern will. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns, Frau Brandstädel. Sie haben uns erzählt, Sie sind Leseratte. Den Wiener Schülerinnen und Schülern geht es ja nicht so, glaubt man der PISA-Studie. Sie haben einiges unternommen, dass sich das ändert. Ein Projekt von Ihnen ist zum Beispiel, hat mit Ehrenamtlichen zu tun. Wie sieht das genau aus? Da geht es um die Lesepaten. Pensionistinnen und Pensionisten gehen in die Schulen und lesen mit Kindern, die zu Hause wenig Möglichkeiten haben, dass Erwachsene mit ihnen lesen. Sie machen das freiwillig, sie machen das ehrenamtlich und sie werden von den Kindern geliebt. Gibt es da bekannte Personen, die zum Beispiel Lesepaten sind? Naja, Toni Faber war eine der Lesepaten oder ist eine der Lesepaten. Die Birgit Zarata ist eine der Lesepatinnen. Also wir haben ein reiches Spektrum. Aber es geht auch um die vielen, vielen ehrenamtlichen Unbekannten, die mitmachen. Nun ist es ja so, dass PISA-Test, Stichwort noch einmal, dass Schüler sehr aufgeregt sind. Ich kann mich erinnern, in meiner Schulzeit, ich war immer sehr aufgeregt vor Prüfungen und Tests. Kann man diese Tests üben? Man kann Testen an sich üben. Wie Sie sagen, je mehr Tests wir machen, umso weniger fürchtet man sich davor. Das ist ja immer so im Leben. Einen konkreten Üben nicht. Also man kann nicht irgendwas auswendig lernen und dann ist man besser beim PISA-Test, aber man kann Testsituationen üben und Österreich hat keine große Tradition. Nun wurde ein weiteres Projekt ins Leben gerufen, was mit Testsituationen zu tun hat. Können Sie uns da was dazu erzählen? Österreich ist bei PISA schlecht gewesen. Man geht davon aus, dass in Österreich, in Gesamtösterreich, 20% der Schüler Risikoschüler sind, also sehr schlecht lesen können. Und ich wollte es einfach genau wissen. Und deshalb haben wir in dieser Woche, am Dienstag und am Mittwoch, Lesetests bei jedem Kind gemacht. Das sind über 33.200 Kinder in Wien und jeder ist getestet worden. Man merkt, dass sich in puncto Lesen sehr viel tut. Sind Sie optimistisch, dass Wiener Schülerinnen und Schüler wieder mehr Spaß am Lesen haben? Ich gehe davon aus, dass wir bei diesen Tests ein paar Schüler haben, die nicht gut lesen können. Wir werden sehr, sehr viele haben, die das ausgezeichnet können. Ich war selber an diesen beiden Tagen bei Tests dabei und für die Kinder war das absolut kein Problem. Wir werden aber auch ein paar Schüler haben, die Schwierigkeiten haben und ab September üben die es so intensiv, dass sie es bis Weihnachten können. Haben Sie noch einen Tipp für unsere jungen Leserinnen und Leser? Ja, bitte strengt euch in der Schule an, überhaupt, insgesamt. Es ist sehr, sehr wichtig, gut lesen zu können. Die Schule bietet das richtige Grundzeug, Werkzeug dazu. Und für die Eltern, das beste Vorbild immer ist das eigene Lesen in der Familie. Vielen Dank für das Gespräch.